Aber der 2018er Kicker, das ist fast schon unheimlich, man hört halt gar nichts mehr. Man hört halt nichts mehr außer das Rasseln der Kette. Frisch eingetroffen, der Kicker 2018, Version 4.0, also die vierte Generation vom Wahoo Kicker ist das jetzt schon. Und ich bin mal ganz gespannt, ich werde das Ganze jetzt mal auspacken, was alles so in der Packung ist, vergleichen mit dem alten Modell und auch eine kleine Testfahrt bei mir im Keller machen. Das beste Cuttermesser der Welt. Da ist das gute Stück. Ich habe wirklich selber noch nichts gesehen. Das ist jetzt das erste Foto, was ich selber sehe. Wie man sieht, so richtig anders als das alte Modell sieht es jetzt auch nicht aus. Eigentlich hätte ich das schon wissen müssen nach den vielen Unboxings, die ich gemacht habe. Unten aufschneiden. Bis hierhin, für alle, die den Kicker 2017 kennen, unspektakulär, weil bis auf die Schriftzüge, die ein bisschen anders sind, kein Unterschied zum Vorgängermodell, zumindest rein äußerlich nicht erkennbar. Ich hole jetzt mal das Vorgängermodell und dann gucke ich mal, ob es doch irgendwo optische Unterschiede gibt und zeige euch die. Bevor ich es vergesse, der Vollständigkeit halber hier noch das Zubehör. Netzkabel, auch eins für UK, braucht kein Mensch. Netzteil. Und Adapter für die Steckachse, auch immer ganz wichtig. Hier nochmal die Adapter im Detail, damit man auch Steckachsenfahrräder, also scheibengebremste Fahrräder, anbringen kann. Wenn ihr ein scheibengebremstes Fahrrad anbringt, auf jeden Fall das hier in die Scheibenbremse mit reinstecken, damit man nicht aus Versehen die Bremse zieht und die zumacht. Kleiner Distanzring, falls man eine 10-fach-Kassette installieren will. Ja, was noch ganz wichtig ist, man braucht keine Kassette zu kaufen. Eine 11-fach, 11 bis 28 Shimano 105 Kassette ist vorinstalliert. Das heißt, man ist sofort ready to go, wenn man das Gerät gekauft hat. Und dazu noch ein Wahoo Trittfrequenzsensor, der ist auch immer mit dabei. Und ein paar Aufkleber und Schnellstartanleitung. So, jetzt zu den spannenden Dingen. Was ist neu geworden? Letztendlich geht es da hauptsächlich darum, das Gerät soll komplett lautlos funktionieren. Das Einzige, was man hört, ist tatsächlich der Antrieb des Fahrrades, also Kette, Ritzel und solche Sachen. Kicker kleinkompatibel, das war beim 2017 auch schon. Und es gibt ein größeres Flywheel. Ja, jetzt wo man die beiden Kicker nebeneinander sieht, altes Modell Kicker 2017, neues Modell Kicker 2018, sieht man sofort den Unterschied, dass das Flywheel, also das Schwungrad, viel, viel größer ist als beim alten Modell. Was letztendlich dafür führt, je größer das Schwungrad, desto realistischer auch das Fahrgefühl. Ja, beim alten Kicker haben wir ungefähr 11,5 cm, beim 2019er ungefähr 12,5 cm, das heißt im Radius 1 cm mehr, also im Durchmesser 2 cm mehr. Bevor ihr loslegen könnt, auf jeden Fall hier nochmal richtig einstellen, dass das Rad hinterher auch gerade steht. Das muss eingestellt werden, auf, bei mir, in meinem Fall, auf mein Rennrad. Hier seht ihr die Skala für die verschiedenen Räder. Ganz wichtig, dass man das auf die richtige Höhe einstellt, weil sonst steht das Rad nicht parallel. Jetzt habe ich es korrekt eingestellt auf 700C, also Rennradreifengröße. Ja, hier kann man das nochmal ganz gut sehen. Größeres Schwungrad gegen kleineres Schwungrad. Jetzt drehe ich den Kicker mal in die andere Richtung. Ja, was man noch sofort erkennt, rein optisch, ist, dass diese Einheit etwas breiter geworden ist gegenüber dem alten Modell. Hier nochmal das Schwungrad von der anderen Seite, welches hier geschlossen ist. Beim neuen Modell ist es offen. Noch ein kleines Detail. Hier dieser Winkel hat sich ein bisschen verändert. Das läuft jetzt alles ein bisschen spitzer zu. Und entsprechend musste der Griff auch modifiziert werden. Der ist jetzt nur hier unten angebracht. Ja, so viel zu den
optischen Unterschieden schon spektakulär. Wenn man sich die letzten drei Generationen ansieht, waren es wirklich so marginale Unterschiede nur. Jetzt ist es doch mit dem größeren Schwungrad, das ist doch schon mal eine ganz andere Liga. Da zählt jeder Zentimeter mehr Schwungmasse, ist wirklich interessant. Und auch dieses breitere Schwungrad, das heißt, da ist wirklich eine neue Technik dahinter. Was jetzt wirklich extrem spannend wird, ist das Ganze zu fahren, weil Wahoo ja sagt, das Ganze ist geräuschlos. Bedeutet, natürlich gehört man noch Geräusche, sobald man auf der Rolle fährt, aber nur noch die des Fahrrades und nicht mehr die der Rolle. Und das war ja so der einzige Nachteil, den der Kicker 2017 noch gegenüber Taxneo und Elite Drivo hatte, dass er ja im Grunde von den Dezibel nicht lauter war, aber dass es so ein bisschen so ein leichtes, die Geräuschkulisse zumindest präsenter war als gegenüber den anderen Modellen. Ansonsten war der Kicker ja immer schon das, was vom Fahrgefühl das am realitätsnahesten war. Und insbesondere mit der Software Zwift auch wirklich am feinsten abgestuft war. Ich bin jetzt gespannt auf die erste Probefahrt und melde mich aus meinem Keller wieder. Bevor ich in den Keller gehe, eins der wichtigsten Features am Kicker ist natürlich dieses kompakte Packmaß. Das heißt, der nimmt überhaupt gar keinen Platz im Keller weg oder im Wohnzimmer oder wo auch immer man fährt in der Wohnung. Und mit diesem Griff lässt er sich halt auch super einfach tragen, obwohl er ja nicht leicht ist. Wiegt bestimmt über 20 Kilo und ist vielleicht mit dem größeren Schwungrad auch ein bisschen schwerer geworden. Aber das mit dem Griff ist hier extrem praktisch. Ja, und wie ihr seht, das ist echt einfach, den in der Wohnung zu transportieren. So, Kicker 2017 bin ich kurz gefahren wegen dem Lautstärketest. Jetzt baue ich den Kicker 2018 auf und freue mich auf die erste Fahrt. Ganz wichtig beim Aufbauen, hier auf die richtige Radgröße einstellen, dann die Beine, einfach hier auf den Knopf drücken, seitlich nach außen führen. Man hört ein deutliches Einrasten. Und ganz wichtig, ihr müsst hier diese Füße noch rausdrehen. Und diese Füße sorgen dafür, dass es auch bei Unebenheiten im Fußboden, dass hier nichts wackeln kann. So, das Rennrad wie gewohnt einspannen. Ich habe das Ganze hier mit Schnellspanner installiert. Ich habe mal ein Video zum 2017er Kicker gemacht, wie das Ganze mit Steckachse funktioniert. Das verlinke ich unten nochmal. Das werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Ansonsten mit Schnellspanner einfach einspannen, wie man es gewohnt ist. Und dann kann man auch schon loslegen. So, ich bin jetzt beide Kicker nochmal gefahren, den alten und den neuen. Und habe so einen Lautstärkevergleich gemacht. Ich habe das so ein bisschen hintereinander weggeschnitten. Hört euch das mal an. Ich hoffe, dass das jetzt auf dem Video auch ganz gut rüberkam. Der Kicker 2017, das war ja auch bekannt, dass der so ein bisschen so eine relativ hohe Frequenz hat, dass dieses hohe Surren. So ein bisschen, ich kann es nicht selber nachmachen. Aber das war ja das, was der Kicker 17 gemacht hat. Das war vorher schon nicht wirklich störend. Also ich bin gerne das Gerät gefahren, habe den Kicker auch immer bevorzugt. Also gegenüber Elite Derito, den ich auch hatte, der eine andere Frequenz hatte und auch, meine ich, ein Tick leiser war. Habe ich mal einen Test zugemacht, schon länger her. Auch ist auch bei YouTube zu sehen. Aber der 2018er Kicker, das ist fast schon unheimlich. Man hört halt gar nichts mehr. Man hört halt nichts mehr außer das Rasseln der Kette. Was dadurch natürlich viel präsenter wird, hört ihr vielleicht auch auf dem Video. Und ich selber habe es auch während der Fahrt gemerkt, dass ich auf einmal, ja, es war irgendwie still. Und dafür hörte ich aber jedes kleinste Knacksen in der Kette, was man ja auf der Straße zum Beispiel und sonst auf dem Hometrainer auch nicht gehört hat, weil es einfach immer viel zu viele Umgebungsgeräusche da sind, um jedes einzelne Klackern der Kette zu hören. Und das ist schon krass. Also man geht in den Wehrlauf, man hört dann den Freilauf sehr präsent, aber ansonsten hört man gar nichts mehr. Und das ist schon echt der Wahnsinn. Ich hoffe, das kommt jetzt auf dem Video überhaupt so rüber, aber für mich beim Fahren, und ich war schon mit dem 2017er zufrieden, habe den immer bevorzugt, weil er einfach bei Zwift immer so ein bisschen, ja, sich natürlicher anfühlte, die Wattwerte schneller übernommen hatte, also sehr viel schneller reagiert hat als alle anderen Geräte, die ich getestet habe. Jetzt nochmal ganz kurz so ein paar Tipps und Tricks zur Installation des Kicker. Wichtig ist, dass ihr hier das einmal einstellt auf das Rennrad 700C oder halt auf ein entsprechendes anderes Rad, was ihr auf dem Kicker fahren wollt.
Dann hier die Beine ausfahren, damit rechts und links nichts wackeln kann. Was natürlich sein kann, dass die Kette rasselt, wenn ihr vom Laufradsatz auf den Trainer wechselt, kann es sein, dass ihr hier die Spannung so ein bisschen justieren müsst. Merkt euch, in welche Richtung ihr gedreht habt, um das Ganze zu eliminieren, damit ihr später wieder zurückdrehen könnt, wenn ihr das Laufrad wieder reinmacht. Einfach die Schaltung hier an diesem Drehrädchen ein bisschen nachstellen. Ja, wenn ihr jetzt das Programm wechselt vom iPad oder Computer, was auch immer, und das Gerät wird nicht gefunden, einfach nochmal hier den Stromanschluss rausstecken, wieder reinstecken und in dem Augenblick ist das Ganze im Pairing-Modus und dann findet der Computer das normalerweise auch gleich. Ja, so habe ich den Trittfrequenzsensor angebracht, den kann man auch ankleben. Ich habe das Ganze mit dieser Silikonhülle gemacht und mit Kabelbindern, sodass ich ihn hier, wenn die Batterie alle ist, rauspulen kann, die Batterie wechseln kann. Ja, und ansonsten noch hier kurz mein Setup, Fernseher darf nicht fehlen. Ja, Zwift fahre ich immer auf dem iPad, das ist für mich so die einfachste Lösung, ist auch schnell installiert und funktioniert einwandfrei, hatte ich noch nie einen Absturz. Sehr zuverlässig das Ganze, man kann das Ganze auch auf dem Apple TV oder auf dem Computer natürlich fahren. Ja, das Ganze habe ich hier auf dem Kicker Desk, der stufenlos höhenverstellbar ist. Das schafft man, und das ist sehr leichtgängig, das schaffe ich jetzt nur mit einer Hand nicht, aber sonst mit zwei Händen auf dem Fahrrad kann man das hoch und runter verstellen. Was halt wirklich cool ist, dass ich das einfach so während der Fahrt über den Lenker schieben kann und wieder zurück, wenn ich irgendwas machen will. Also das ist wirklich empfehlenswert. Nicht ganz billig, aber das ist wirklich ein Segen, dieses Ding. Alleine, dass ich hier das iPad ohne Hülle einfach sofort steht, finde ich cool. Mein Handy steht hier vorne drin. Da nehme ich jetzt, das ist gerade der Monitor für die Aufnahmen, die ich hier mache. Dann habe ich hier noch einen Ventilator stehen, den von Dyson. Habt ihr vielleicht auch in anderen Videos schon gesehen von mir. Den hatte ich früher immer von vorne laufen, habe ich aber sehr trockene Augen gekriegt und jetzt habe ich den zur Seite gestellt und damit funktioniert das jetzt ganz gut, damit die Augen nicht trocken sind und trotzdem hat man so eine seitliche Kühlung. Was ganz cool ist, der hat auch so eine Fernbedienung, mit der ich das stufenlos hoch und runter drehen kann, je nachdem wie anstrengend es gerade ist und wie sehr ich schwitze, kann ich das halt hoch und runter regulieren. Ja, so viel erstmal zum ersten Eindruck vom neuen Kicker. Echt cooles Gerät, extrem leise, also definitiv Wohnzimmer geeignet, Altbau geeignet und so weiter. Mal gucken, vielleicht mache ich mal mit einem Kollegen Test, der in einer Altbauwohnung wohnt und wir gucken mal, wie sich da das Ganze anhört. Aber das kann, also leiser geht einfach nicht. Und ich habe auch keine Vibration oder ähnliches gespürt. Also das ist schon echt cool. Habt ihr auch mal gesehen, wie ich hier im Keller trainiere? Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ansonsten weitere Videos folgen vom Kicker und auch für Zwift. Und ich habe auch schon ein paar Zwift- und Kicker-Videos hochgeladen von dem alten Modell. Auch was den Aufbau angeht, wie man Zwift einrichtet und so weiter, da ändert sich nichts vom alten zum neuen Modell. Die könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn ihr da Lust zu habt. Ansonsten werde ich jetzt im Sommer natürlich mehr draußen trainieren als drinnen. Aber auch im Sommer ist es natürlich empfehlenswert, auch auf der Rolle zu trainieren, weil man einfach bestimmte Intervalltrainings draußen einfach nicht hinbekommt. Ja, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann bis zum nächsten Mal. Deutlich größeres, was heißt die Übersetzung von Flywheel? Ja, mit Armbär. Nee, gar nicht mehr. Wieso, was willst du? Weil wir morgen Dschungelspiele haben. Und was muss man dafür machen? Da brauche ich eine Trinkflasche, Essen in einem Rucksack und Spiele für wärmere Sachen und für kältere. Das weiß ich nicht.